Hier gibt es nur eine kurze Einführung in das Magnetfeld. Zunächst mal, es gibt Materialien, die sind magnetisch. Die hat man einfach auch in der Vergangenheit gefunden. Magnetit heißt so, oder deswegen heißt das magnetische Feld so. Und es gibt darauf basierend natürlich auch Permanentmagneten. Also etwas, ein Magnet, also ein Gerät, das immer ein magnetisches Feld erzeugt, ohne dass da ansonsten was passieren muss. Das liegt einfach daran, dass da gewisse Dinge, Elementarmagnete in dem Material ausgerichtet sind, wie man das hinkriegt und woher sich das ergibt, vielleicht etwas später noch. Man zeichnet die typischerweise so als, ich mach's mal ein bisschen weiter unten, als einen Stabmagneten. Hier ein der Südpol, der Nordpol. So, und können wir reinschreiben Süd und Nord. So, und ja, die haben nun gewisse Eigenschaften und vor allen Dingen kann man jetzt magnetische Feldlinien hier zeichnen. Die gehen dann zum Beispiel so, so oder hier noch einer. Oder eben auch aus den Stirnflächen heraus, aus den Stirnflächen heraus. So, und einen malen wir noch, aber den malen wir nicht ganz. Der kommt dann auch wieder hier rein. Die Magnetfeldlinien sind geschlossen. Und was noch sehr entscheidend ist, man könnte sich jetzt überlegen, okay, ich mache mal Folgendes, ich nehme eine Fräse, ich säge jetzt Nord- und Südpol ab, also trenne die da in der Mitte zwischen dem roten und dem grünen, säge die einfach auf und dann habe ich einen reinen Nordpol und einen reinen Südpol. Und das ist einfach falsch. So, also man kann die jetzt teilen, wie man möchte. Man kommt darauf, es gibt keine magnetischen Monopole. Natürlich ist die Überlegung, ich nehme einfach mal so einen Stabmagneten und säge den klein, klein, kleiner, 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 ist natürlich sehr naiv. Und das ist jetzt, soll das die ganze Geschichte jetzt auch nur plausibel machen. Das schließt nicht aus, dass es nicht dann doch was geben könnte. Aber ich sage auch ganz klar, es gibt keine magnetischen Monopole. Das ist schlichtweg so. Und das heißt natürlich auch, dass ich anders als im elektrischen Feld, wenn ich jetzt hier beispielsweise irgendwo eine Kiste um so etwas drumherum machen würde, also ich mache hier ein umschlossenes Volumen, das habe ich ja im elektrischen Feld auch immer gemacht, so geschlossenes Volumen. Und dann habe ich da drin irgendwie hier immer Magnete und ich habe immer Nord und Süd zusammen. Und jedenfalls, wenn ich da jetzt über das Magnetfeld integriere, darüber und zähle, wie viele magnetische, ja, Magneten, das ist eben der Punkt, Magneten in dem Volumen sind. Nee, magnetische Monopole, magnetische Monopole mit entsprechender Gewichtung. Dann hat man immer gleich viele Nord-, N- und S-Pole da drin. So, was heißt das letztlich? Das Magnetfeld ist quellenfrei. Es ist nicht ohne Ursache, das muss man nicht verwechseln, aber es ist quellenfrei. Schreibt sich eigentlich klein, wollen wir das auch mal machen. Das Magnetfeld ist Quell. So, es ist also Magnetfeld kein Quellenfeld. Okay, um den permanenten Magnetismus möchte ich mir jetzt hier relativ wenig Gedanken machen. Ich komme hier jetzt auf die sogenannte Magnetostatik, also statische Magnetfelder. Nach wie vor nichts bewegt sich, auch Ladungsträger und so weiter sind völlig unbeweglich, alles fest und ich könnte jetzt nochmal in die Magnetostatik eingehen. Das möchte ich vermeiden. Wir haben es hier auch mit Strom und Elektrotechnik zu tun. Deswegen gehe ich mal gleich über auf Elektromagnetismus. So, und da habe ich beispielsweise einen geraden Leiter. Da schicke ich mal Strom der Stärke I rein und dann gucke ich, was passiert. Und dann könnte ich jetzt die rechte Handregel nehmen. Der Daumen zeigt in Richtung in Richtung der Stromstärke und dann werden die Finger der rechten Hand zeigen, in welche Richtung das Magnetfeld geht. Das können Sie alle mal machen. Und dann stellen Sie fest, dass das jetzt in dieser Richtung hier die Magnetfelder da drumherum gibt. So, die schließen sich dahinter. Deswegen mache ich sie da jetzt nicht zusammen, weil sie nämlich hinter dem Draht zusammenlaufen werden. Nochmal, auch diese magnetischen Feldlinien sind geschlossen. Wiederum geschlossen. Aber was ich hier sehe, ist, dass es da durchaus so etwas wie einen Wirbel gibt hier. Die beschreiben nämlich, schreiben Wirbel
um den Strom. Wenn ich mir anschauen möchte, wie dieses Feld aussieht oder wie es sich auswirkt, kann ich eben das 2D Vector Field Applet mal kurz aufrufen, wähle hier Setup 1 over R Rotational und dann sehe ich eben hier an den Partikeln, wie die sich bewegen. Sie rotieren nämlich um die Quelle, eben nicht die Quelle, die Ursache, also den Verwirbler des Magnetfeldes drumherum. Und genau so kann man sich das jetzt vorstellen. Bitte nicht verwechseln, nicht vorstellen, dass diese Teilchen jetzt Elektronen oder sowas wären. Die würden sich nämlich genau so nicht bewegen, sondern das mögen jetzt irgendwelche magnetischen Teilchen sein, die man in Richtung der Magnetfelder beschleunigen könnte. Nicht besser ist es vielleicht hier. Man schaut sich die Feldfaktoren an der Stelle an und da sieht man ganz klar die Rotation eben wirklich um diesen Mittelpunkt drumherum. So, okay, das ist damit dargestellt. Die Beschreibung hier erfolgt über die magnetische Feldstärke, also so wie es auch eine elektrische Feldstärke gibt. Ich schreibe die mal groß, auch wenn man das nicht unbedingt machen muss. So, und hier, die wird abgekürzt mit H, ist auch vektoriell, weil das Ganze muss ja eine Richtung haben. Das macht also Sinn. Also auch das hier ist wieder ein Vektorfeld. Aber eben noch einmal gesagt, ein quellenfreies. So, es gilt jetzt hier ganz schlau der Durchflutungssatz. Das ist so eine Abwandlung vom Satz vom Hüllenfluss. Naja. Und da gilt eben, dass das Integral über einen geschlossenen Weg über HdS, das ist das Wegelement, das ist gleich I, beziehungsweise das hier sind eben alle Ströme, die von dem Weg umschlossen werden. So, ein Beispiel könnte man jetzt hier nehmen, dass man solche Ströme sich denkt. Das ist eben hier I2, hier hätten wir ein I1, die müssen nicht gleich groß sein. So, dann gönnen wir uns noch ein I3 hier irgendwo in der Mitte, ja, auch in die Richtung. Und dann bauen wir uns irgendeinen Weg hier drumherum, so hinten durch, genau, geschlossener Weg. Und da werden alle Beiträge aufsummiert und dann kommen wir darauf, dass eben genau dieses Integral H dS H gleich I1 minus I2 minus I3 sein wird. So, soweit so allgemein. Das hilft uns jetzt aber noch nicht unbedingt richtig weiter, einen geschlossenen Weg zu finden, denn dieser geschlossene Weg ist wieder schwer zu finden. Der muss nämlich in vielen Fällen schwer zu finden. Der muss nämlich nicht nur einfach geschlossen sein und dann kriegen wir schon das H dabei raus, sondern wir müssen ja auch noch einen finden, der leicht auszuwerten ist, wo man das Integral leicht bestimmen kann und so weiter. Und das kann man eben auch nur in ein paar bestimmten Fällen machen, zum Beispiel der stromdurchflossene Draht. Also ich zeichne nochmal das Ding hier und da geht der Strom rein und dann würden wir hier einen geschlossenen Pfad da drumherum uns denken. So, Pfad. Und das Entscheidende hier ist, kann man sich sofort denken, dass das Ganze ist zylindersymmetrisch. Also H ist unabhängig vom Winkel. H geht nur in eine Richtung, hat nur eine Phi-Komponente. Nämlich das hier hat nur Phi-Komponente. Ein kurzer Ausflug hier einmal in die Polarkoordinaten. Sie wissen sicherlich, wenn man ein kartesisches Koordinatensystem hat, dann kann man jeden Punkt angeben, natürlich als xy, aber natürlich auch als Abstand vom Ursprung r
und Winkel Phi zu einer der beiden Achsen. In der Regel nimmt man die x-Achse. So, und wenn man jetzt noch hier eine Vektorkomponente dabei hat, dann kann man sich hier eine die zerlegen in beispielsweise ein hr, das immer nach außen strömt, egal wo der Vektor ist, und ein h phi, das in diese Richtung geht. Und wir haben es eben hier mit einem h phi zu tun. Das heißt also, wir können das Umlaufintegral hier sehr schön einfach auswerten. So, das ist, soll eigentlich sein d phi, Quatsch, ds. So, wir machen, nehmen aber den Umlauf. Der Umlauf ist natürlich von 0 bis 2 Pi, dann ist man einmal rum um den Ursprung und wir haben es nur zu tun mit h Phi und jetzt müssen wir das Ganze über Phi integrieren. Jeder einzelne Schritt jetzt aber, den wir hier gehen würden, so ein kleines Delta S an dieser Stelle beispielsweise, ist aber genau ja ein R mal Delta Phi lang, mal d Phi lang, also R mal d Phi. Genau, es müsste in der Mathematik kommen. So, dieses hier ist wieder konstant. Und dann haben wir h Phi Integral mal r beispielsweise 0 bis 2 Pi d Phi. Nun, wenn Sie die 1 integrieren, dann kriegen Sie in diesem Fall gerade 2 Pi mal r mal h Phi raus. Und das wissen wir ist i, sodass wir hinschreiben können, h Phi ist gleich i durch 2 mal Pi mal r. Damit haben wir schon mal die magnetische Feldstärke bestimmt. So, die Feldproportional zu 1 durch R, also vergleiche das Ganze. Ich sage nicht, dass das das gleiche ist, aber vergleiche mit der Linienlade. So, oder wir können uns ein weiteres Beispiel greifen, das Beispiel mit der Zylinderspule. So, stellen wir uns vor, die sieht ja in etwa so aus. Ich muss die gleich noch etwas anders zeichnen. Ich hoffe, Sie können sich vorstellen, was ich meine. Ich zeichne sie etwas schöner. Hier oben haben wir so ein paar Drähte und das werden ein paar mehr. So, und hier unten haben wir ein paar Drähte. Verzichte auf die dreidimensionale Zeichnung, sage nur, die hier oben kommen uns alle entgegen. Die Stromstärken hier, die wir da drin haben, I. Und unten sind es die Pfeile, die in dem Raum verschwinden und natürlich schließen sich jetzt hier in der oberen und unteren Hälfte die jeweiligen Windungen. So, auch da haben wir I. Wir haben im Prinzip hier n Windungen. Es ist eine Wicklung mit n Windungen. Das ganze Ding hat eine Länge, die wir mal L nennen. So, und wenn wir jetzt einen Pfad da durchlegen, dann würden wir den vielleicht so uns denken, so irgendwo hoch. Und lassen den mal ganz weit oben hier sich wieder schließen. Wir könnten uns aber erst noch mal Gedanken machen, wie soll denn das magnetische Feld überhaupt aussehen? Dann nehmen wir einmal die rechte Hand und nehmen mal die oberen Stromstärken und lassen mal den Daumen in Richtung dieser Pfeile, also nach oben zeigen. Dann sehen wir, dass immer links herum die einzelnen Feldkomponenten sich bewegen, also alle so, so. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich überlagern und dann die magnetische Feldstärke im Prinzip so verläuft, wie hier jetzt von mir gezeigt. So, ich male jetzt noch eine Linie hier unten hin. Auch hier immer dran denken, magnetische Feldlinien teilen. Magnetische Feldlinien treffen sich wieder, sind geschlossen. So, hier ist unser Integrationspfad. Vielleicht hätte ich eine andere Farbe nehmen sollen. Ich mache jetzt einfach mal fetter. Und da sehen wir, wenn wir hier integrieren über diesen Weg hier, dann haben wir im Inneren der Spule entlang der Spulenachse immer irgendwie, dass das H-Feld hier parallel zum Integrationsweg ist. Also blau ist parallel mit dickblau. Hier oben nimmt das Feld deutlich ab an den Seiten. Und wenn wir das hier oben im Unendlichen schließen lassen, dann haben wir da keine Felder mehr. Also man könnte noch genauere Betrachtungen machen, was jetzt wie schnell und so weiter fällt. Natürlich sind Näherungen drin, wenn ich gerade an den Stirnflächen die Beiträge weglasse. Na, jedenfalls habe ich hier für das Integral hds nur den Beitrag von h mal l entlang der Länge. Und das muss natürlich sein oder soll sein n mal i. Und somit komme ich auf die magnetische Feldstärke ist gleich n mal i
durch L für die Zylinder. Homogen im ganzen Feld. Auch das könnte man im Detail noch zeigen, verzichte ich aber drauf, verzichtet man typischerweise auch drauf. So, damit sind jetzt zwei Beispiele hier gemacht worden. Stellen wir uns doch mal vor, wir haben hier, um mal auf eine Zahl zu kommen, eine Länge von L 10 cm. Dann nehmen wir mal an, das Ganze hat einen Millimeter Durchmesser, wir haben N gleich 100 Windungen und jagen da einen Strom der Stärke 1 Ampere durch. Das ist nicht so wenig. Na, jedenfalls kommen wir relativ schnell drauf, dass wir hier H gleich 100 mal 1 Ampere durch 0,1 Meter haben. Das macht 1000 Ampere pro Meter. Und damit haben wir auch gleich, was ich oben versäumt hatte, noch eine Bemerkung für die magnetische Feldstärke. Nämlich die magnetische Feldstärke hat die Einheit Ampere pro Meter.